Und bei uns ist Herr Professor Wolfgang Schürer. Er ist der Vorsitzende der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen. Herr Schürer, dieses Mal haben Sie sich ein Thema gesetzt. Global Health, Gesundheit für die ganze Welt. Aber an sich geht es doch bei den Nobelpreisträgertreffen um einen offenen, ungebundenen, ungezielten Austausch. Wie passt denn das zusammen? Wir wollen ja auf der einen Seite mit der Nobelpreisträgertagung etwas bieten zum Thema Mission Education, wie wir es nennen, an die Talente aus aller Welt. Aber wir wollen gleichzeitig auch einige der Themen aufnehmen. Und da Sie eine Gruppe von Laureaten haben, die in diesen Themen Grundsatzentwicklungen lanciert haben, ist hier ein natürlicher Nexus gegeben. Und was erhoffen Sie sich? Welche konkreten Impulse können von einem solchen Nobelpreisträgertreffen dann für Global Health, für globale Gesundheit ausgehen? Der größte Impuls ist der Entscheid, den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler setzen, auf welche Themen sie die Priorität setzen in den kommenden Jahren. Und wenn sie da ein größeres Verständnis oder auch eine größere Begeisterung auslösen aus den einzelnen Vorträgen, dann wird das ganz konkrete Konsequenzen nach sich ziehen. Denn die Teilnehmer, die hier sind, die gehören zu den wirklich größten Talenten ihrer Generation. Welche Rolle spielt denn da eigentlich Bill Gates, den Sie ja mittlerweile auch im Boot haben? Er ist aus unserer Sicht eine Person, die auch eine Nachricht trägt. Sein Anliegen im Bereich Global Health, aber auch sein großes Engagement zum Thema Erziehung und Bildung und Forschung. Und das sieht man ja auch bereits, dass Sie an ganz vielen Stellen sehr international und globalisiert geworden sind. Also es gibt einen Blog mittlerweile schon auf Chinesisch. Wo wollen Sie denn eigentlich noch hin, Herr Schürer? Wir erleben Jahr für Jahr steigend, dass es Tausende von Interessenten gibt, weit über Europa hinaus, die von dieser Tagung etwas mitnehmen möchten. Und die Idee, die wir haben, ist, die Lindauer Arbeit soll in der Tat in den kommenden Jahren weltweit zugänglich gemacht werden. Viel Erfolg weiterhin fürs Nobelpreisträgertreffen.